geht es noch zurück zum Ursprung, gibt es Ernährungssouveränität jetzt schon im Supermarkt. Aber Ernährungssouveränität heißt doch demokratische Mitbestimmung. Soll meine Mitbestimmung jetzt darin bestehen, ob ich da hingreife oder mir das Backerl da nehme? Gerade zurück zum Ursprung, sagt er immer, sie machen besonders viel für die Bauern und die Bäuerinnen. Aber wie sollten ich und die diese Leute mitbestimmen und darüber entscheiden, wie die Milch produziert wird, wenn drei Supermarktketten und die Raiffeisenmolkereien einfach den ganzen Markt beherrschen? Gerade die Eigenmarken, wie zurück zum Ursprung sind's, die den Bauern und Bäuerinnen ihre Verhandlungsmacht aus der Hand nehmen. Die machen es abhängig, austauschbar und mundtot. Weil wer sie wehrt, der landet nicht in der Packung. Ernährungssouveränität gibt's nicht an der Supermarktkasse! Wir brauchen eine Vermarktung, die von den Bauern und Bäuerinnen mitgestaltet werden kann.